So, hallo liebe Aufrufer. Dieses ist eine Lichtgeschwindigkeit. Mobiles Büro im Sinne des Wortes für Lichtgeschwindigkeit Nummer 522. Ich bin auf dem Julierpass oberhalb von dem Oberengadin Silzmaria St. Moritz in der Schweiz und versuche mal hier einzufangen, die wunderbaren Kuhglocken, dieses Rindvieh-Arbeitstages. Im Hintergrund hört man die Autos auf dem Julierpass. Jede Kuh bimmelt auf eigene Art und Weise. So, wir haben wunderschönen bayerischen Himmel, weiß-blau. Hier ist jetzt der Blick gegen die Sonne Richtung Graubünden und ich schwenke mal, hier sind wir jetzt fast auf dem Scheitelpunkt, da sind diese unglaublichen Berge oberhalb der Baumgrenze also, und ich wollte gerne ein kleines Lied spielen für die Freude des Himmels und der Grenzgängereien. Ich komme dann gleich zu meinem politischen Kommentar von heute, der relativ kurz ist. Heutiger Kommentar bezieht sich auf die Killer, auf die Profikiller, die Fremdenlegion, die auf keinen Fall in Deutschland demokratisch anstehende Abschaffung der Wehrpflicht der Bundeswehr und statt der Bundeswehr bezahlte Killer. Das darf nicht sein. Und ich möchte nur auf Folgendes hinweisen, was also den Deutschen wirklich nicht so bekannt ist. Und ich beziehe mich hier heute auf die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Überschrift des Leitartikels von Berthold Kohler. Berthold Kohler ist einer der Militärfachleute, ich will nicht sagen der Kalten Krieger oder des Militarismus, einer der Fachleute, aber auch einer, der die Kriege, bei denen Deutschland beteiligt ist, immer unterstützt propagandistisch. Der schreibt hier zwischen zwei Armeen, ich lese ein kurzes Stück vor, hier rausgezogen, das kleine Textfragment: Der Wehrpflicht ist der Todesstoß schon versetzt worden. Nur Lebenslügen sterben noch schwerer. Ich weiß nicht, ob das leicht verständlich ist. Also eigentlich brauchen wir über die Wehrpflicht nicht mehr zu diskutieren, meint hier Berthold Kohler der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, denn sie ist eigentlich schon abgeschafft und es handelt sich nur noch um eine Lebenslüge, ob wir Wehrpflicht abschaffen oder Berufssoldatentum haben. So, und das ist aber das Problem dabei. Berufssoldaten, das klingt nach Vernunft, nach Professionalität, nach Sinnerfüllung. Um das handelt es sich hier aber nicht. Und jetzt lese ich hier kurz aus diesem Leitartikel. Deutschland wird am Hindukusch verteidigt von derzeit nicht mehr als 4.340 Soldaten und Soldatinnen. Ein deutlich größeres Truppenkontingent wollen Regierung und Parlament nicht nach Afghanistan schicken. Sie können es auch nicht.
Der nun schon Jahre dauernde Kriegseinsatz führt die Bundeswehr, obwohl sie gegenwärtig noch gut 250.000 Männer und Frauen umfasst, an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit und manchmal darüber hinaus. Mensch wie Maschinen. Die Bundeswehr, seit der Wiedereinführung fiskalischer Steinbruch und sicherheitspolitische Dauerbaustelle, ist am Ende ihrer Kräfte und Möglichkeiten angelangt. Und doch erteilte das Bundeskabinett dem Verteidigungsminister den Auftrag, im Zuge der Haushaltssanierung seinen Etat bis 2014 nochmals um mehr als 8 Milliarden Euro zu kürzen. Also es wird der Eindruck erweckt hier, ich schneide das jetzt ab, dass die Finanzkrise in Deutschland zur Kürzung der Verteidigungs- und Sicherheitsaufgaben führt. In Wirklichkeit steckt dahinter Folgendes. Wir werden von den Verschworenen für den Krieg und für die Rüstungspolitik werden wir Profisoldaten bekommen, die viel teurere und viel kostspieligere Waffen, einen höheren Kosteneinsatz haben wird, der wird uns dann jeden Tag erklärt, indem es für unsere Sicherheit ist, an der Sicherheit kann man nicht sparen. Während jetzt gesagt wird, an der Sicherheit muss gespart werden zugunsten des Berufssoldatentums zur Abschaffung der Wehrpflicht. Diese beiden Dinge stehen in dem Sinne gar nicht gegenüber. Die Bundeswehr kann auch als Wehrpflichtheer professionell sein. So, das ist aber jetzt nicht mein Thema, die Bundeswehr selber, sondern was ganz anderes. Das Thema ist, dass die Vereinigten Staaten von Amerika bereits im Vietnamkrieg ein Riesenheer von nicht-amerikanischen, gekauften, fremden Legionären beschäftigt haben. Soldaten aus Mexiko, arme Leute aus Venezuela, arme Kämpfer aus Kolumbien, aus Lateinamerika, die für die USA als Berufssoldaten im Vietnamkrieg gekämpft haben. Jetzt ist der neueste Gag, wir machen einen Krieg in Afghanistan und kaufen uns in Afghanistan afghanische Soldaten, die dann als Berufssoldaten des Berufsheer der Bundeswehr, wie jetzt auch schon unter den Mandaten für den Krieg seitens unserer Alliierten, also USA, NATO, ISAF, wir afghanische Soldaten haben. Das heißt, überall, wo die kriegstreibenden Nationen einen Krieg machen wollen, gehen sie in das Land, kaufen sich dort die armen Leute, um mit den armen Leuten gegen die anderen dort den Krieg zu machen. Wenn die deutsche Bundeswehr nicht mehr deutsche Soldaten und deutsche Wehrpflichtige hat, dann wird sie als Berufsheer, genau wie bei AEG oder Siemens, Türken arbeiten. Genauso werden wir bei der Bundeswehr Leute uns einkaufen, die für Deutschland als Soldaten tätig sind. Das muss doch verhindert werden. Diese Art der Abkopplung des Krieges der Deutschen in der Welt, eigentlich im Sinne der Verteidigung Deutschlands und der deutschen Sicherheit, auf diesen Modus der völligen Unkontrollierbarkeit und Abkopplung und auch zu unnachvollziehbaren Kostenrechnungen. Wer kann das denn überhaupt demokratisch kontrollieren, wenn jetzt schon unser Parteisystem, unser parlamentarisches System dafür gesorgt hat, dass uns von Brunnenbauen und Kopftücher bekämpfen erzählt wurde im Wahlkampf 2009. Die Große Koalition Steinmeier, Merkel, Seehofer uns belogen haben im Wahlkampf. Wir also jetzt hier ein Berufsheer bekommen sollen mit ausländischen Soldaten und das ist jetzt heute auf der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zwischen zwei Armeen und dann heißt es also, der Wehrpflicht ist der Todesstoß schon versetzt worden. Nur Lebenslügen sterben noch schwerer. Also ich vertrete hier im Sinne des Kommentators Bertolt Kohler der FAZ eine Lebenslüge. Ich kämpfe um die Wehrpflicht gegen die Berufssöldner, weil ich für die Demokratie und die Friedenspolitik bin. Das ist meine Ansage hier heute vom Julia-Pass, einer sensationellen Naturkatastrophe, was uns die Alpen bieten. Und wenn ich das zeigen darf, hier der Pass runter nach Graubünden, da sieht man im Hintergrund die Baumaschinen, die krempeln die ganzen Berge um. Okay, der liebe Gott scheint damit einverstanden zu sein und ahoi, liebe Piraten.